auf der einen Seite also authentifiktionales, sein eigenes Ding machen, als Gegenkompensation gegen Weichheit und Weiblichkeit, als die wahre Männlichkeit, die sich einen Teufel darum schert, wie ich aussehe, welchen Schwanz ich habe, welche Ergebnisse die Macht zielt, außer jene Macht, die die eigene Erkenntnis betrifft, und auf der anderen Seite diese Imaginärspiegelung, die die Machtmaschinerien am Laufen hält im Patrismus, wie hier gezeigt. Wie es dem Trump anhängt, ist die Vorstellung, dass die Größe des Geschlechts, die Größe des Penis, ein Indikator für Potenz ist. Das hat man früher nicht so gesehen. Nein, es gab eine Zeit, da sah man dies völlig anders. Hier haben wir Herakles und das hier ist Priapos. Bei beiden verhalten sich körperliche Statur und Größe des Gliedes umgekehrt proportional zueinander. Wie erklären Sie das? Wie verstehen Sie das, Olivia? Zögern Sie nicht, die abgebildeten Details direkt anzusprechen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Männlichkeit ein Zwang, eine Verpflichtung ist. Aber diese Verpflichtung ist paradox. Seit den Römern muss der Mann einerseits permanent seine sexuelle Potenz unter Beweis stellen. Er hat quasi eine Verpflichtung zur Erektion. Er muss zeigen, dass er potent ist. Wie das Wortspiel Erektion präsidentielle.